Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, 30 Jahre deutsche Einheit, das wäre dieser Tage ein echter Grund zum Feiern gewesen. Leider hat uns die Corona-Pandemie, wie in so vielen Themen auch hier, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben uns dafür entschieden, trotzdem etwas zu tun und wollen hier digital Menschen zu Wort kommen lassen, mit der Frage, was ihnen die deutsche Einheit bedeutet. Bei mir selbst war es so, dass ich als Kind mit dem Bewusstsein der deutschen Grenze aufgewachsen bin, weil wir in der Nähe der Grenze gelebt haben und im kleinen Reiseverkehr ab und zu mal in die DDR gefahren sind. Und deshalb bin ich dann, als die deutsche Einheit anstand, spontan am 2. Oktober mit dem Zug nach Berlin gefahren, um dort mitzufeiern, hatte mich um nichts gekümmert, kein Hotel, keine Übernachtungsmöglichkeiten. Habe die deutsche Einheit vor dem Reichstag mitgefeiert und dann die Nacht in Berlin durchgemacht. Und der Moment, als die Flagge aufgezogen wurde am großen Fahnenmast vor dem deutschen Reichstag, diesen Moment und die Gänsehaut, die ich damals verspürt habe, die werde ich nie vergessen. Denn damit wurde die innerdeutsche Teilung, aber auch die Teilung zwischen zwei Systemen beendet und der Frieden innerhalb Deutschlands und darüber hinaus wurde zementiert. Wir im Kreis Bergstraße wollen dieses wichtige Datum aber nicht verstreichen lassen, sondern haben Persönlichkeiten darum gebeten, ihre Gedanken und Erfahrungen zu 30 Jahre deutsche Einheit zu äußern. Da sind einige dabei, die selbst noch keine 30 Jahre alt sind. Und ich bin gespannt darauf, was diese zu diesem Jubiläum beizutragen haben. Ja, dieses getrennte Deutschland, das hat mich immer belastet. Schon als Jugendlicher in der Schule und dann natürlich später in der 50er mit all dem, was wir dann so von den Medien berichtet gekriegt haben. Das war nicht spannend, das war für mich enttäuschend, dass Deutschland nicht zusammen ist und zusammengehört. Für mich waren sie immer Landsleute, also Ost und West hat es für mich aber in dem Sinn im Sprachgebrauch nicht gegeben. In Erinnerung ist natürlich für mich hauptsächlich 89 die Balkonrede von Genscher. Dass Genscher in Verbindung vor allen Dingen mit dem Betreiber Helmut Kohl und Gorbatschow ja, dieses geschafft haben, dass wir jetzt auf jeden Fall ein Land, eine Bevölkerung sind, ist außerordentlich mehr wie lobenswert, ist für mich toll und fühle mich wohl, auch wenn manches dann im Laufe der nächsten Zeit nicht so rund gelaufen ist. Angebot war für mich dann entweder Jena zu trainieren oder Luzern. Ich habe Jena übernommen, habe das sehr gerne gemacht, ja. Obwohl es für mich schwierig war. Schwierig war, wenn wir gespielt haben, hatte ich am nächsten Tag morgens erstmals Telefonate nach dem Motto, Herr Schlappner, wissen Sie nicht, dass der neben Ihnen bei der Stasi war oder bei der IEM und so weiter. Und die Spieler dann auch informiert hat über ihr ganzes Einkommen. Das war ja nämlich so wie vorher. Ja, es wurde ja nicht mehr aus der Sporttasche irgendwo Bargeld bezahlt, sondern sie mussten ja Konten eröffnen, ja, sie hatten Steuern zu bezahlen, Sozialversicherung und so weiter. Und sie haben weiterhin geglaubt, ja, das geht alles in Cash, ja, und mit allem anderen hätten sie nichts zu tun. Jede Generation, die jetzt noch dort arbeitet, an dieser Mauer, an diesem System, am vorhergehenden System, ist verantwortlich für die Zukunft. Ja? Und die Zukunft heißt gemeinsam. Die Mauer wurde damals ad hoc angekündigt, an dem Tag begonnen zu errichten. Und das war ein Schock für uns alle. Ich dachte sogar, es gibt einen Krieg. Wir hatten wirklich Angst. Und das war auch ein Erlebnis, das mich sehr prägte in Sachen Ostzone, DDR, also alles, was von dort kam, war eigentlich immer schockierend, wirklich schockierend. Ich habe dann später auch Geschäftsreisen in die DDR gemacht. Ich habe gemerkt, wie sehr die Leute unterdrückt sind, wie die Diktatur sich negativ auswirkt. Wir wurden auch empfangen bei Geschäftsreisen, wie die Könige, immer unter besonderen guten Verhältnissen. Aber der Rest, der große Rest, hat miserabel gelebt. Und ich fand das, mir hat es nie gefallen, muss ich ganz klar sagen. Das hat meine Einstellung zum Sozialismus geprägt. Ich habe dadurch kennengelernt, was Sozialismus heißt. Die Leute wollten raus. Man hat es gemerkt mit jedem Besuch.
Die wollten Freiheit, Wohlstand, Selbstbestimmung. Ich gehöre auch sicher zu den wenigen und das unter Zeugen, die immer gesagt haben, diese Wiedervereinigung wird stattfinden. Ich wusste nicht wann, aber mir war es klar, dass sie kommt. Ich empfinde damit eine gute und große Genugtuung. Ich würde manches heute anders machen oder noch anders machen. Ich finde es nicht gut, dass es Unterschiede gibt in den Bezahlungen. Ich würde auch keine Unterschiede in der Rente machen. Würde ich auch nicht machen. Und ich würde den Soli endlich abschaffen. Wir haben jetzt genügend für die Wiedervereinigung bezahlt. Wir fanden das gut und richtig. Aber irgendwann soll es dann auch mal ein Ende finden. Das würde aus meiner Sicht auch das weitere Zusammenwachsen und den weiteren Zusammenhalt stärken. Blütenwege Herzberg gibt es 40 Jahre und Deutsche Einheit 30 Jahre. Und dazu gibt es natürlich auch viele Geschichten. Wir haben zweimal in Berlin in Vertretung der hessischen Landesregierung gespielt, und zwar 2010 und 2011. Und da gibt es auch eine kleine Anekdote. Ich bin zurückgeflogen, die anderen sind mit dem Bus gefahren. Bentley, da muss ja ein paar Vorteile haben. Und neben mir saß ein Herr, gut angezogen, hatte so ein kleines Emblem von Hessen. Da hat irgendwas mit Hessen zu tun. Und hat dann erzählt, dass er jetzt gerade von einer Veranstaltung kommt, Landesvertretung, und da hätte eine gute Band gespielt. Ich sagte, das freut mich, nicht der Bandleader. Sagen Sie mal, wer Sie sind. Ja, ich bin der Boddenberg, der Staatsminister, heute ja Finanzminister. Und dann hatten wir ein nettes Gespräch und hatten auch noch ein bisschen Schriftverkehr. Also das sind so Geschichten, die damit spielen. Und es war dort auch sehr schön. Wir haben einen ganzen Tag immer dort, sind dann auch rummarschiert, haben Marching gemacht, haben im Freien gespielt und hatten auch eine lustige Besetzung mit Tuba und ja, und haben recht viel Spaß gehabt. Wir waren dann nach der Wende, haben zweimal in Dresden gespielt. In Dresden gibt es ja das berühmte Dixieland Festival, das auch zu DDR-Zeiten ja schon extrem bekannt war und wo man auch sehr schwer hinkommt. Und da waren wir auch dort und ich hatte dann die Idee, ich will mal in der Semperoper spielen. Ja, Blütenweg hat der Semperoper, das geht natürlich nicht. Also habe ich meinen Charme zusammengepackt, habe ein bisschen Wein von der Bergstraße mitgenommen, habe mit der Garderobenfrau geflirtet, und während unsere Gruppe durch die Semperoper gelaufen sind, habe ich gesagt, jetzt würde ich gern reingehen, und dann sind wir mit der Band reinmarschiert, vor bis zur Bühne. Die Leute, die drin waren, die Besucher, die haben alle geklatscht, und ich habe gesagt, wenn ihr uns hören wollt, dann kommt ihr bitte da und dahin. Und nächsten Tag stand in der Zeitung, Blütenweg, Jatzer spielen in der Semperoper. Also es sind so Geschichten. 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Was ein Glücksfall für die Deutschen. Ich bin leider zu jung, um den Mauerfall mitbekommen zu haben. Aber die Wiedervereinigung hat auch für mich eine große Bedeutung. Denn Wiedervereinigung heißt auch, wir haben heute das Europa, das wir haben. Vor ziemlich genau 70 Jahren, Ende September, wurde der Schuman-Plan unterschrieben. Und ohne das Ende des Ost-West-Konfliktes hatten wir nicht das Europa so, wie wir es heute haben. Vor allem für mich als junge Generation bedeutet das vor allem Freiheit. Freiheit, das zu tun, was ich möchte, dorthin zu reisen, wo ich hinreisen möchte. Doch ich erlebe auch in meinem Beruf als Lehrerin viele Aspekte, die die Wiedervereinigung mitgebracht hat in Bezug auf die Demokratie. Demokratie hat heute, wir sehen es immer wieder in den Nachrichten, eine neue Bedeutung bekommen. Aber keine positivere Bedeutung, keine größere Bedeutung, sondern vielmehr wird die Demokratie mit Skepsis betrachtet. Es gibt immer wieder Umfragen und Studien zur politischen Kultur in Ost- und Westdeutschland. Dabei sehen wir, dass in Ostdeutschland die Demokratie nicht als so wertvoll erachtet wird wie in Westdeutschland. Das kann natürlich damit zu tun haben, dass die Ostdeutschen, die ich ungern so nenne, denn wir sind ein Deutschland mittlerweile, eben noch ein anderes System kennengelernt haben, nach der Nazizeit, nach der Diktatur. Wir hier in Westdeutschland kennen eben nur die Demokratie, so wie wir sie heute haben. Politik ist eines der beiden Unterrichtsfächer mit Verfassungsrang in allen Landesverfassungen. Aber es hat die wenigsten Stunden in allen Bildungsplänen. Hier sollte man ansetzen, denn mehr politische Bildung kann auch dazu führen, dass wieder mehr Zufriedenheit mit der Demokratie in der Gesellschaft wahrnehmbar ist. Darum der Aufruf, nicht nur Bürger sollten sich mehr für Politik interessieren, oft die Politik hier vor Ort, denn die ist am nächsten an uns. Man sollte nicht nur mehr Wissen verbreiten an die Bürger, sondern auch wir, die Politiker, wir, die Kommunalpolitiker, aber auch die hauptamtlichen Politiker, sollten es schaffen, wieder den Bürgern mehr zuzuhören, ihnen das Gefühl zu geben, ihre Meinung zählt. Denn nur das macht Demokratie aus. Wir sind die Vertretung des Volkes
nicht von uns selbst. Einen schönen guten Tag und viele Grüße aus Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg in den Kreis Bergstraße, in unsere Städtepartnerschaftskommune nach Heppenheim. Und viele Grüße und Glückwünsche zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands. Ich stehe hier im Garten des Gesundheitsamtes von Kreuzberg, ein Amt, was im letzten halben Jahr eine ganz ungewohnt bedeutende Rolle in unserem Leben erhalten hat. Und dennoch gehen unsere Gedanken heute an unseren Städtepartner nach Heppenheim in den Kreis Bergstraße, weil unsere Partner uns in einer Zeit der Trennung solidarisch zur Seite gestanden haben. Wir haben uns das in Berlin und Sie sicher für den 30. Jahrestag im Kreis Bergstraße auch anders gedacht, das zu begehen, feierlich, festlich, gemeinsam mit Freunden, mit Partnern. Heute steht alles unter den Regeln des Infektionsschutzes, der Hygieneregeln. Viele Grüße aus Kreuzberg nach Heppenheim in den Kreis Bergstraße und einen schönen 3. Oktober. Als Kind habe ich Päckchen gepackt, um sie in die Zone zu schicken, so hieß es damals. Heute muss ich glücklicherweise keine Päckchen mehr packen. Heute ist das Leben hüben wie drüben eigentlich einigermaßen identisch. Es gibt hier Problembereiche, es gibt dort Problembereiche. Wir werden sicherlich noch eine Generation benötigen, um zusammenzuwachsen. Und die ältere Generation, die heutigen Senioren, die haben die ganze Bandbreite erlebt. Diejenigen, die erst heute in den Status kommen, dass sie Politisches erleben, dass sie Zeitgeschichte erleben, die werden sicherlich in 30 Jahren da ganz anders denken. Im Jahr 1989 gab es dann die erwartete Wende. Jeder hat sie erhofft. Und mein erstes gemeinschaftliches Erlebnis mit den neuen Bundesländern damals war eine Ausstellung, die ich im Rijksmuseum in Mannheim realisieren durfte. Und es ist mir gelungen, im Dezember 1990 bereits 5 Künstler aus den neuen Bundesländern, überwiegend aus Riesa, aus Dresden und Umgebung, dort ein Podium zu geben, wo sie sich darstellen konnten. Die Zusammenarbeit hat sich gelohnt. Ich habe dort sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und eigentlich, und das ist für mich persönlich das Interessante, keinen unangenehmen. Die geschichtliche Entwicklung ist aus meinem Blick und ich glaube auch aus dem Blick vieler Älterer eine sehr positive. Ich persönlich habe weder die zwei getrennten deutschen Staaten noch die Wiedervereinigung miterlebt. Und insofern hat der Tag der deutschen Einheit eigentlich gar keine so große Bedeutung für mich. Der 3. Oktober ist irgendwie einer dieser Feiertage, an dem man frei hat und an dem man vielleicht abends einen Ausschnitt der Rede des Bundespräsidenten in der Tagesschau sieht. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen in meiner Generation. Leider, muss man sagen, denn so müsste es ja nicht sein. Am 3. Oktober lese ich irgendwie gefühlt immer wieder die gleichen Studien. Studien darüber, dass Ostdeutsche in Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert sind. Studien darüber, dass Ostdeutsche sich in der Gesellschaft missverstanden fühlen. Studien darüber, dass Ostdeutsche weniger verdienen als Westdeutsche. Meinem Gefühl nach tun wir leider sehr wenig, um diese Probleme anzugehen. Und der Tag der Deutschen Einheit könnte ja eigentlich ein Anlass sein, diese Probleme zu adressieren. Ein Tag, an dem junge Menschen über die Vergangenheit Deutschlands und über den Prozess der deutschen Einheit etwas lernen, an dem Ältere mit diesen jungen Menschen ihre Erinnerungen an den Prozess der deutschen Einheit teilen und an dem wir als Gesellschaft darüber reden, was uns eigentlich eint und wie wir weiter zusammenwachsen können. Wenn wir aber bundesweit in Kooperation mit den Schulen Bildungsangebote schaffen würden für junge Menschen und wenn die Landes- und Bundeszentralen der politischen Bildung
bundesweit in den Städten und Kommunen Diskussionsforen organisieren würden zu dem Thema und wenn wir es einfach schaffen würden, als Gesellschaft am Tag der Deutschen Einheit darüber zu sprechen, welchen Weg wir gegangen sind, wohin wir eigentlich noch wollen und wie wir in Zukunft unser Land gemeinsam gestalten möchten, ich glaube, dann hätte der Tag der Deutschen Einheit auch für mich eine viel größere Bedeutung. Und zwar nicht als Tag des Nationalismus, sondern als Tag der Demokratie. Denn letztendlich war der Prozess der Deutschen Einheit ja vor allem eines, ein Sieg der Demokratie. Ja, der 3. Oktober, ein Tag zum Feiern. Was ich damit verbinde, ist tatsächlich die Herbstwanderung im wunderschönen Weinort Heppenheim an der Bergstraße. Wandern Sie entlang des Erlebnispfades Wein und Stein und genießen Sie dort unseren Bergstrießer Wein. Ein Feiertag, wo man zur Ruhe kommen kann, die Familie und Freunde gemeinsam durch die Weinberge schlendern können und unsere guten Tropfen genießen können. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch während meiner Amtszeit als Gebietsweinkönigin der Hessischen Bergstraße, auch als deutsche Weinprinzessin, viel Kontakt gehabt zu Saale-Unstrut und Sachsen, zu den Weinanbaugebieten im Osten und habe auch da Freundschaften schließen können. Und darüber hinaus stehen die Weinbauverbände regelrecht jedes Jahr aufs Neue in Kontakt und bleiben somit in Verbindung. In diesem Sinne feiern Sie den 3. Oktober gemeinsam mit Familien und Freunden und stoßen Sie doch mit einem Bergstrießer Wein darauf an. Sehr zum Wohl! Meine Erinnerung an das Jahr der Wiedervereinigung beginnt 1989 am 9. November. Ich war an diesem Tag in Berlin engagiert, vom ZDF in einer Fernsehshow mit Wim Tölke aufzutreten. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass während der Sendung dann Folgendes eingeblendet worden, als dass größere Menschenmassen an den Grenzübergängen gesichtet wurden. Und im Laufe des Abends war der Andrang dann so groß, dass die Grenzschützer schließlich die Menschen passieren ließen. Nach dieser Live-Show bin ich dann an das Brandenburger Tor gefahren und habe mir das Spektakel, muss ich sagen, diese Emotionen, die da zu sehen waren, mehrere Stunden auf mich wirken lassen, also ein unvergessliches Erlebnis. Und ich sehe auch heute noch die Plakate von einigen Menschen, die dann damals schon die Wiedervereinigung forderten. Und nach knapp einem Jahr war es ja dann endlich soweit, am 3. Oktober. Ich sehe das Bild noch vor mir, wo Richard Weizsäcker spricht, Helmut Kohl, Willy Brandt. Und meine große Freude und mein großes Glück dafür, dass ich im Laufe der Zeit für diese Staatsmänner alle privat mehrmals spielen durfte. Und ein Mann, ohne den die Wiedervereinigung natürlich nie gelaufen wäre, Michael Gorbatschow. Die Deutsche Einheit hat auch für mich als Musiker etwas sehr Fruchtbares geliefert. Und zwar habe ich Anfragen bekommen, es war ja vorher nicht möglich, in den neuen Bundesländern zu spielen. Dann habe ich Anfragen aus Chemnitz, aus Dresden, aus Leipzig. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen, weil die Menschen haben mich dann angesprochen, haben gesagt, Herr Lambert, wir kennen Sie nur aus dem Fernsehen und freuen uns so sehr, Sie einmal live hier bei uns in den neuen Bundesländern zu sehen und zu hören. Der Tag der Deutschen Einheit mit 3 Jahren wahrgenommen, selbst habe ich das nicht, sondern eher meine Eltern, die dann später davon erzählt haben, also was ich damals gemacht habe an dem Tag, kann ich wirklich nicht sagen. Für mich in meinem Leben an sich hat es mich so weit, eben, dass ich viele Möglichkeiten einfach hatte, die ich ohne diese Wiedervereinigung eben nicht gehabt hatte oder mein Leben eben einen Weg genommen hat, den ich ansonsten nicht hätte genommen. Dadurch, dass ich eben 10 Jahre selbst in Ostdeutschland gelebt hatte, in Potsdam, gehört damals dorthin gekommen, eben durch meinen Leistungssport, den ich gemacht habe und es dann doch eben von anfänglich, ich gehe mal 4 Monate dorthin, am Ende 10 Jahre geworden sind und eben auch dann in der Zeit ganz viele Freunde und Bekannte und schöne Momente und Erinnerungen habe und die ich ansonsten natürlich, hätte es eine Wiedervereinigung nie gegeben, diesen Weg nicht hätte machen können. Von daher ist das eben die Bedeutung für mich, also den Einfluss, den es jetzt ganz direkt auf mein Leben genommen hat. Dieser Tag war überfällig. Auf den Tag habe ich gewartet. Und als er dann endlich kam, dann dachte ich, jawohl, jetzt ist es passiert.
und habe mich natürlich gefreut auf das, was kommt und habe auch mir Gedanken gemacht, da ich hin und wieder in der DDR war. Ich habe auch Sorge gehabt, ob das für die beiden Staaten, wenn man so will, ob das Zukunft hat. Ich fühlte mich immer unwohl, wenn ich die Grenze übertrat. Ich habe mir auch oft Theater angesehen. Da habe ich mich natürlich gefreut, dass die kulturellen Errungenschaften jetzt auch uns zugute kamen. So hat zum Beispiel die DDR die beste deutschsprachige Schauspielschule. Unschlagbar gut. Man darf nicht vergessen, es gab in den kleinsten Städten, Annaberg hat 20.000 Einwohner und hat ein Drei-Sparten-Theater. Ballett, Schauspiel, Oper. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch die anderen Schauspielschulen waren gut, nur die Busch war natürlich die beste, das ist klar. Berlin, Mittelpunkt. Aber in der Provinz wurde Theater gespielt. Man hat blühende Landschaften den Menschen im Osten versprochen. Und das hat man nicht geschafft. Schuldzuweisung ist ganz falsch. Aber wir sind nicht perfekt. Überall in der Welt. Wir sind nicht perfekt. Aber man hätte es vielleicht besser machen können. Ich wünsche mir, dass die Kultur, die vorbildlich war in der ehemaligen DDR, erhalten bleibt. Was Deutschland hat an Theatern, ist einmalig in der Welt. Also ich sehe die Zukunft der Deutschen ganz positiv. Lieber Partnerlandkreis Bergstraße, in diesem Jahr feiern wir 30 Jahre deutsche Einheit. Genauso alt ist die Partnerschaft zwischen unseren Landkreisen. Eigentlich wollten wir diesen Tag gemeinsam begehen, doch die Corona-Pandemie hat nicht nur dieser Feierlichkeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anstatt jetzt hier ein persönliches Grußwort unseres Landrates Götz Ulrich zu senden, schicken wir Ihnen einen kleinen landschaftlichen Ausblick auf unseren schönen Burgenlandkreis, mit dem wir alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Bergstraße herzlich grüßen. Wir sind dankbar für die schon so lange bestehende Partnerschaft, die immer Gelegenheit zu fruchtbarem Austausch zwischen den Kreisen gegeben hat. Wir hoffen, dass wir eine Feier zu unserem Jubiläum zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können. Bleiben Sie gesund! Ich habe eigentlich ganz besondere Erinnerungen an den Tag der Deutschen Einheit. Warum? Weil ich kurz zuvor eingeladen worden war, in Schwerin einen Vortrag zu halten auf einer medizinischen Tagung. Und mit dem Fahrer des Deutschen Krebsforschungszentrums bin ich damals im Auto über die Grenze gefahren nach Ostdeutschland und es war schon ziemlich schwierig, die Grenze zu passieren, weil wir ein Autotelefon hatten und weil da sehr lange kontrolliert wurde. Und schließlich hatten wir es geschafft nach ungefähr anderthalb Stunden und sind dann in Schwerin angekommen. Und so saßen wir dann am Abend beim Abendessen in der Runde, bis ein Gast, der aus Österreich plötzlich hereinkam und sagte, er hörte gerade, die Berliner Mauer wäre gefallen. Sie glaubten es zunächst alle nicht. Aber nach kurzer Zeit wurde es klar, es war gefallen und es war eine ganz merkwürdige Stimmung in dem Raum. Wir mussten am nächsten Tag zurückfahren nach Heidelberg und an der Grenze war plötzlich alles anders als vorher. Wo wir vorher mit grimmigen Gesichtern kontrolliert wurden, standen dort lachende Volkspolizisten. Es waren Hunderte von den kleinen Trabantwagen dort wartend, dass sie über die Grenze kommen könnten. Sie würden es versuchen und viele kamen auch dann schon gleich rüber. Wir wurden abgefertigt in einem 0,nichts. Auf der westdeutschen Seite stand eine riesige Schar von Menschen, die mit Champagner vermutlich, ich weiß es nicht, Sekt und anderen Getränken dort die Trabantfahrer begrüßten. Das war bewegend, muss ich sagen. Beruflich hat es natürlich drüben große Unterschiede gegeben, denn die ganze Forschungsorganisation wurde rekonstruiert in Ostdeutschland. Es wurden neue Institutionen nach dem Muster der westdeutschen Institutionen geschaffen und die Berufungen wurden neu organisiert. Die damalige dominierende Rolle der Akademie der Wissenschaften der DDR wurde sozusagen von einem Tag auf den anderen ganz heruntergespielt. Also es hat eine Fülle von interessanten Gesprächen gegeben. Für mich
der ich den Zweiten Weltkrieg eigentlich voll als Kind schon miterlebt hatte, war es eine ganz bewegende Geschichte. 30 Jahre Deutsche Einheit, das ist für mich persönlich mit sehr vielen Erinnerungen verbunden. Ich bin in der Nähe der innerdeutschen Grenze aufgewachsen, in Fulda. Und immer wenn wir Besuch hatten, haben meine Eltern uns an die Grenze gebracht, in der Rhön. Und wir haben gesehen, die meterhohen Metallzäune. Und am schlimmsten für uns Kinder waren die Wachttürme, die besetzt waren mit schussbereiten Soldaten. Und ich konnte als Kind überhaupt nicht verstehen, wie ein Land Leute erschießen lässt, obwohl sie nur ihr Land verlassen wollen. Später haben wir Kontakt gehabt zu einer katholischen Familie in Leipzig, die darunter gelitten hatten, dass sie zu ihrem Glauben gestanden haben und deswegen die Jugendweihe nicht mitgemacht haben. Alle Kinder konnten nicht studieren. Und ich habe auch erlebt, wie schwer es für alle Christen war, zu überlegen, was mache ich mit, was mache ich nicht mit. Da sind sogar Freundschaften daran zerbrochen und das ist mir schon sehr nahe gegangen. Nach dem Fall der Mauer und nach der Wiedervereinigung haben allerdings auch die Ostdeutschen sehr viel mehr mitmachen müssen als wir in Westdeutschland. Für uns ging das Leben weiter. In Ostdeutschland gingen schon fast Existenzen kaputt. Betriebe wurden geschlossen, die Menschen haben Arbeitsplätze verloren. Und das ist etwas, was ich finde, das sollten wir alle wissen, um einander besser zu verstehen, wie das Lebensgefühl in West und Ost ist. Ich habe auch einen Wunsch für die Zukunft. Und zwar, dass wir in Deutschland es weiterhin schätzen, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir in Freiheit leben. Und ich wünsche mir von uns Kirchen, dass wir mithelfen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bleibt und gestärkt wird. Der 3. Oktober als 30. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung steht vor der Tür. Wenn ich 30 Jahre zurückdenke, ist das für mich allerdings ein Prozess, der über anderthalb Jahre ging. Das fing an mit den Montagsdemonstrationen. Ich habe die Rufe noch im Ohr, wir sind das Volk, eine friedliche Demonstration, die so viel bewirkt hat. Dann kamen die 2+4 Gespräche. Für mich eine wichtige Sache, denn ohne einen erfolgreichen Ausgang wäre es nicht zu einer Wiedervereinigung gekommen. Und ich weiß noch gut, dass eine Margaret Thatcher da durchaus Vorbehalte hatte. Der emotionalste Punkt hierbei war für mich allerdings der Mauerfall 1989. Ich weiß noch genau, wie meine Frau und ich das Geschehen am Fernsehgerät verfolgten. Dann plötzlich, das war wirklich sehr emotional, kamen die Leute durch das Tor, lagen sich in den Armen. Das war großartig. Dieser ganze Prozess war das prägendste politische Ereignis in meinem ganzen Leben. Wichtig für mich war auch, dass schon die Montagsdemonstrationen von den Kirchen in der damaligen DDR ausgingen. In den 30 Jahren danach haben wir vom Dekanat eine Partnerschaft aufgebaut mit dem Kirchenkreis Eisleben-Sömmerdar. Das liegt in Sachsen-Anhalt. Wir besuchen uns regelmäßig und können viel voneinander lernen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte für die weitere Entwicklung der deutschen Einheit, dann würde ich mir wünschen, dass die auch in den Köpfen noch mehr stattfindet, als es heute schon der Fall ist. Und dass von einer breiten Mehrheit der Deutschen dieser Prozess so wertgeschätzt wird, wie er es verdient. Denn ich denke, die deutsche Wiedervereinigung ist die größte Leistung, auf die wir hier in Europa in den letzten 50 Jahren zurückblicken können. Ich verbinde mit der Frage der deutschen Einheit Frieden, Freiheit, Einheit für alle in Ost und West, Einheit und Freiheit für Europa. Ich verbinde den Namen Gorbatschow mit der deutschen Einheit und ich verbinde damit, dass wir alle als Deutsche wiedervereinigt sind. Daran hat keiner mehr geglaubt. Der Tag der deutschen Einheit ist auf jeden Fall zu feiern, denn Menschen Ost und West sind wiedervereint. Daran hat keiner mehr geglaubt und nach meiner Meinung bleibt dieses Datum für die Ewigkeit bestehen. Ich glaube ganz fest daran, dass die Wahrnehmung aller Deutschen sich im Laufe der Jahre verändert hat. Viele schauen sowohl in Ost
und West nicht nach vorne, sondern oft zurück. Früher war alles besser. Wir müssen die Chancen und die Erfolge betrachten, die wir in diesen 30 Jahren geschaffen haben. Und wir müssen alle als gleichberechtigte Bürger unseres Landes uns betrachten. Vor der Wende gab es keine Erfahrungen, weil ich keine Verwandten und keine Geschäftskontakte im Osten hatte. Nach der Wende habe ich viele Kontakte, sowohl Mitarbeiter als auch Geschäftskontakte gehabt. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Menschen in Ost und West gehabt. Also da gibt es keine Unterschiede. Und ich kann nur sagen, dass ich überwiegend positive Erfahrungen gerade mit Menschen im Osten gehabt habe, weil sie mir immer sehr viel mit Fleiß und Engagement entgegengekommen sind. Ja, ich habe einen absoluten Wunsch zum Thema Wiedervereinigung. Und zwar an alle Bürger möchte ich sagen, lasst uns gegenseitig akzeptieren, uns gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen, denn keiner hat sich ausgesucht nach dem Krieg, ob er im Osten oder Westen leben darf. Wir sollten alle gegenseitigen Vorurteile fallen lassen und uns so respektieren, wie wir als Menschen sind und wahrgenommen werden wollen. Wir sollten alle glücklich sein über die Fügung der Einheit, an die wir vor 1989 nicht mehr geglaubt haben. Als 16. Botschafterin des Kreises Bergstraße und Deutsche Weinprinzessin 2019-20 freue ich mich, dass auch ich ein paar persönliche Worte sprechen darf, was die deutsche Einheit, die Wiedervereinigung für mich bedeutet. Zum ersten Punkt habe ich gleich mal eine Weinflasche mitgebracht. Wie kann es anders sein? Denn auch der Wein kennt keine Grenzen. Wir haben einen Wein hier aus Ostdeutschland, aus Sachsen und die besondere Sachsenkeule. Und ich habe eben in meinem Amtsjahr auch viel die ostdeutschen Weinanbaugebiete besucht und auch da gespürt, wie viel uns eigentlich verbindet eben rund um das Thema des Weins. Und dann, meine ältere Schwester ist ein Kind der Wiedervereinigung. Ich bin ein bisschen später geboren, aber das hat mich schon auch in meinem jungen Leben sehr mitgeprägt, sodass ich jetzt auch meine Doktorarbeit über das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts schreibe. Weil ich eben auch spüre und gemerkt habe, dass verschiedene Einstellungen noch sehr unterschiedlich sind und manchmal auch noch die Mauer in Köpfen weiter besteht. Und ich erforschen möchte und dann auch in die Tat umsetzen möchte, wie wir mehr zusammenwachsen können und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eintreten können. Und ja, das wünsche ich mir, glaube ich, auch für uns als junge Generation, dass wir die deutsche Einheit nicht als selbstverständlich ansehen und so als etwas Statisches, ja, jetzt ein für alle Mal erreicht und es wird auch immer so bleiben. Nee, ich glaube, dass es etwas Dynamisches und dass jede und jeder von uns auch aufgerufen ist, sich täglich auch dafür einzusetzen, dass wir gesellschaftlichen Zusammenhalt auch leben. Wir feiern dieses Jahr nicht nur den 30. Jahrestag der deutschen Einheit, sondern auch 75 Jahre Frieden in Europa nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Es darf daher nicht verwundern, dass ich als Angehöriger der Generation, die diese Entwicklung Europas komplett miterlebte, diesen Prozess aus meinem eigenen Blickwinkel heraus betrachte und beurteile. Erstmals in der Geschichte sind wir auch im Einklang mit unserer geografischen Lage. In der Mitte Europas sind wir zum ersten Mal ausschließlich von demokratisch legitimierten Partnern umgeben. Möglich wurde dies, dadurch die politische Gesamtlage dieses Teils der Welt von demokratischen Politikern geleitet wurde, von Politikern, welche die Zeichen der Zeit erkannten, diese Zeichen richtig deuteten und verantwortungsbewusst handelten. Die Tatsache, dass der 2+4-Vertrag von der damaligen Sowjetunion erst am 15. März 1991, also fast ein halbes Jahr später, unterzeichnet wurde, sowie der Putsch in der Sowjetunion einige Monate später mit dem Sturz Gorbatschows zeigte,
Das Fenster der Geschichte war tatsächlich nur für ganz kurze Zeit geöffnet, wie der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher treffend urteilte. Verantwortungsvolle Politiker hatten zielgerichtet und verantwortungsbewusst reagiert und gehandelt. Die Demokratie und das deutsche Volk in einem friedlichen und freien Europa sind die Gewinner dieses Prozesses. Gerade die politische Entwicklung der letzten Monate und Jahre in Europa und speziell auch bei uns in Deutschland hat gezeigt, dass wir unser gemeinsames Europa auf demokratischer Basis weiterentwickeln müssen. Dafür habe ich 5 Wünsche. Erstens, dass wir als Deutsche uns der Verantwortung für Europa auch heute noch bewusst sind, die wir übernommen und der wir uns verpflichtet haben. Zweitens, dass die deutsche Bevölkerung in demokratischem Bewusstsein weiter zusammenwächst. Mein dritter Wunsch, dass wir weiterhin gemeinsam an der Weiterentwicklung eines demokratischen Europas in Frieden und Freiheit arbeiten. Und viertens, dass die europäischen Regierungen und die sie tragende Bevölkerung die Chancen und Möglichkeiten einer gemeinsamen Entwicklung und Gestaltung erkennen und dabei aktiv unterstützen. Mein letzter Wunsch geht an den Kreis Bergstraße. Ich wünsche mir, dass der Kreis Bergstraße seine innerdeutschen und europäischen Partnerschaften zum besseren Verstehen der Menschen untereinander in ganz demokratischem Bewusstsein weiterhin pflegt und ausbaut. Wenn uns das gelingt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, können wir einer guten Zukunft entgegensehen. Der Einsatz dafür lohnt sich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich betrachte die deutsche Wiedervereinigung als ein Geschenk, das wir pfleglich behandeln sollten. Gemeinsam wachsen und zusammenwachsen. Dies gilt für uns hier in Deutschland. Dies gilt aber auch für uns Deutsche in Europa. Und wir sollten uns auch heute klar machen, welchen Wert Demokratie und Freiheit haben. Die Menschen in der DDR sind für Demokratie und Freiheit und für ihre Rechte auf die Straße gegangen. Der Wert dieser Rechte, der gilt auch für die Zukunft, für unsere Zukunft. In diesem Sinne, einen schönen Tag der Deutschen Einheit, Ihr Christian Engelhardt.